nach, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Ja, dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Zast, die Zockeranstalt von den drei größten Kloppis, die ihr im Gaming-Bereich je finden werdet. Nämlich mir, dem IGL Marki, hier drüben den eigentlich immer verwirrten, aber jetzt auch sexuell verwirrten Kev Gaming 87. Moin. Und die Dauerdomina Baby Pennywise, aka Yvonne, die gerne ihren Schlüpper unterm Rock zeigt. Oder gar keinen Schlüpper trägt, wie ich das in der Aufnahme ja, drin habe. Wir sind mal wieder zurück an alter Wirkungsstätte in GTA, um mal wieder eine kleine Playlist für uns drei zu spielen. Natürlich zu dritt fallen natürlich so Sachen wie Insurgent Versus und so eine Kacke raus. Wir haben aber trotzdem einige coole Maps gefunden, die wir zusammen spielen werden. Und bei uns könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nur guten und normalen Gameplay-Content findet und keine God-Mode-Glitcherei und Geld-Glitcherei und sonst anderen Scheiß, wie ich gestern wieder penetrant von genervt wurde in einer Open-Online-Lobby. Dem habe ich da auch gleich geschrieben, Mann, ich muss ja wirklich ein sehr wichtiges Ziel sein, dass du mich mit deinem God-Mode auch noch so verfolgst. Hm. Ja, also das gibt's bei uns nicht. Bei uns gibt's einfach nur ganz normalen Gameplay, so wie man das Spiel spielen sollte. Wie ich finde, und nicht mit, habt ihr einen Money-Glitch, habt ihr hier einen Glitch, habt ihr da einen Beschiss, habt ihr da einen Betrug. Wir spielen einfach ganz normal, die ganzen Sachen, die ihr seht, sind doch alle erspielt. Mein Zeug hier, das von Baby und der Kev, der fängt ja neu an, aber auch seinen Kram auf dem anderen Charakter, aber alles immer fair und ganz normal im Spiel, mit Spielgeld genau. Erspielt. Naja, teilweise mit echt Geld gekauft, sagen wir es mal so. Ja, das ist aber auch das Einzige. Aber selbst das ist ja immer noch besser. Kann man zwar stehen, dazu, wie man will, wegen Taschengeld von kleinen Kiddies und so, aber, aber selbst das ist immer noch besser als Facebook-Gruppen voll Scheißen mit: Habt ihr hier einen Glitch und gibt es da einen neuen Glitch und kann ich da noch bescheißen und was gibt's da noch und kann ich hier noch betrügen und kann ich da noch Zeit entsparen, um noch mehr alles zu bekommen und. Bla 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 bla. Das machen wir alles und wollen wir alles nicht. Und deswegen fangen wir jetzt auch an, denn Officer Marky sagt, jetzt legen wir hier los, ne? Und zwar nicht mit dem Strip für Sie hier. Das machen wir dann später. Guck mal, wo mein Finger hin wandert. Juhu! Sondern wir fangen jetzt an mit der Playlist und steigen gleich mal ein. Nicht in Yvonne, sondern in die Playlist. Ja, kurz und knapp, wir spielen, wie wir wollen und jeder soll es lassen, soll er spielen, wie er will, wenn er daran Spaß hat und irgendwelche Glitches. Ah ja, Kev, du kannst natürlich deinen auch noch begrüßen, entschuldige bitte. Ja, natürlich, ich begrüße auch meine Leute natürlich beim Zusehen, während natürlich die aktuellen Folgen von unserer alten Crew, also die Crazy von YouTube, noch weiterläuft, natürlich fangen wir hier quasi neu an, deswegen auch ein neuer Charakter bei mir, und zwar spiele ich diesmal den weiblichen Charakter. Ich habe tatsächlich, tada, komplett neu angefangen, Level 14. Und ja, mal schauen, wie es von Anfang an weitergeht. Und freue mich, dass wir jetzt mal wieder nach Los Santos gefunden haben, zu einer coolen Playlist. Nur eine kleine Anmerkung: Nächste Woche, also nächste Aufnahmesession, je nachdem mit einem neuen Spiel, werde nur Baby und ich unterwegs sein. Und du bist nämlich nicht da, du bist erst wieder in der übernächsten Session bei The Forest mit dabei. Genau, nächste Woche wird es eher was Spontanes von den beiden geben. Genau, und danach geht es wieder ganz normal im Plan weiter. Ja, so ist es. Dass du da schon mal Bescheid wirst. Also wie gesagt, nächstes Mal wissen wir noch nicht. Es kann sein, dass wir Uno spielen. Es kann sein, dass wir irgendwas anderes spielen. Das kommt dann auch nicht ab untereinander. Aber wie gesagt, übernächste Woche geht es auf jeden Fall mit The Forest weiter. So, wollen wir? Ach, wie nett. Ich sehe es gerade. Ja, das ist tatsächlich eine meiner erstellten Maps. Die Playboy Party. Die habe ich tatsächlich mit meinem anderen Account erstellt. Vor auch wochenlang. Von wem? Klar, können wir machen. Schauen wir mal, wie es wird. Ich fand es einfach mal lustig. Aber leider kannst du beim Erstellen, kannst du das, die Playboy-Menschen nicht aufmachen. Also du kriegst, ich glaube nicht, dass du die Tür wegkriegst.
Eigentlich wollte ich das mal ziemlich in die Playboy-Villa legen. Gibt's da überhaupt Innenräume für? Ich glaube nicht. Ich glaube aber, du kannst tatsächlich in die irgendwelche Objekte entfernen. Das geht ja. Aber ich weiß nicht, ob das mit Türen geht. So, es sollte eigentlich für Nicht da. jeden. Es Wir sollte für wissen, es jeden. ist ein Deathmatch. Der Markus kommt bald wieder mit einem Auto an, ne? Es gibt tatsächlich Autos hier. Da sag ich doch, da kommt er sicher wieder mit einem Auto an. Wir müssen das doch Ich habe haben. einige Autos hingestellt. Also sollten auch alle genug Waffen da sein. Es sollte auch Möglichkeiten zu snipern. Also Sniperwaffen, die sollte man, wenn die Kisten so positioniert sind, ich habe selber ausprobiert, geht's, man kommt sogar hoch. Du musst ja am Anfang sowieso einen kleinen Test machen. Die Map ist eigentlich auch ausgelegt für mehrere Leute. Also nicht nur für drei, sondern ich glaube für 20 oder so was. Nachdem. Aber ich dachte, wir probieren sie mal aus, wenn du sie schon Ja. mal gebaut hast. Ja, genau. Also es ist tatsächlich mein erstes Deathmatch. Also bin ich jetzt noch nicht so mega viel. Warte mal, warte kurz. Da war mir klar, dass du wieder ein Auto findest. Sack, Junge. nein, das ist mein erstes Deathmatch und bitte noch nicht so harsch mit der Kritik sein. Klar, die Kritik ist immer gut, aber nicht immer nur drauf, sondern. So. Wo ist sie denn überhaupt? Da oben. Irgendwo. Hier. Das war mir. Da steht der schon wieder. Ja, du hast die Zeit jetzt runtergestellt auf 10 Minuten, ne? Ja, naja, Ja, 20 Minuten brauchen wir jetzt zu dritt nicht rumrennen. Das ist es halt. Gut, ich hätte die Autos rauslassen sollen. Das war mir irgendwie schon fast klar. Aber ich dachte mir, mit Markus setze ich da mal ein paar Karren mit rein. Warum so viele Waffen hier liegen, liegt einfach daran, dass du, glaube ich, 60 Objekte spawnen musst, um überhaupt die Möglichkeit zu haben. Nö, musst du nicht. Doch, musst du. Nö. Doch, es ist wirklich so. Also, ich habe das ja gemacht und der sagt dann, zu wenig Objekte, du musst noch mehr setzen. Kenne ich nicht, hatte ich noch nie. Das Einzige, was du musst, ist bestimmte Anzahl an Spawnpunkten setzen. Aber Ja, alles andere Spawnpunkte, die habe waren. ich. Ich glaube, ich habe 60 Spawnpunkte oder so hier drin in der Map. Ja, oder sowas, keine Ahnung. Also, irgendwie war da irgendwo gemeckert gehabt. Aber wie gesagt, das ist mal der erste Versuch und schauen wir mal. Also wieder, wenn euch die Karte gefällt und ihr mal Bock habt, die auszuprobieren, die heißt einfach Playboy Party. Habt ihr ja quasi mehr oder weniger im Intro gesehen. Eine Map, die Kev sehr nett mir als Name gewidmet hat. Das finde ich sehr gut von ihm. Nee, dann hätte ich die anders genannt. So. Ja gut, das ist das halt, wenn du zu dritt spielst. Such erstmal, finde erstmal die Leute. Denn der? Wie gesagt, die war halt einfach auf. Wir sind auch mit mehr oder weniger mit auf die andere Crew ausgelegt. Da waren ja ein paar mehr Leute, aber. Da oben. Kommst du mal hier hoch Ja, dann? wie ihr von beiden Seiten ankommt, ne? Geh weg. Jawohl, hab dich. Mit dem Headshot. Mein erster Kill. Jawohl. Das ist gar nicht so einfach, davon da unten zu treffen. Normalerweise sagt Kev immer, es ist nicht so einfach, da unten zu treffen. Also zumindest schon mal ausprobiert, dass die Kisten auf jeden Fall hier hoch funktionieren. Das ist eigentlich mehr oder weniger so das Sniper Point. Ich glaube, du hast aber, glaube ich, auch immer auch einen Spawnpunkt auf dem Dach. Ich hab dich doch erwischt. Nein! Hab dich erwischt.
Ja, ich hab's gesehen. Das ist das Problem. Das ist jetzt knapp 3,35. Ich hätte die Autos euch rauslassen sollen. Es war mir klar, dass du immer mal wieder was findest. Wenn sie hier schon stehen. Wie gesagt, ich hab's extra reingebaut. Das war jetzt cool. Stehe auf dich. Aber das wusstest du ja schon. So. Oh, der war knapp. Ich hatte dich fast runter, aber dann musste der nachladen. Scheiße, mit deiner Rolle da, ey. Da habe ich dich echt wieder rangekommen, ausgeglichen, dann kommt er mit so einer Kacke da an. Ich habe übrigens Enrico auch gesagt, dass er gerne mal dabei sein kann, wenn er mal Bock hat hier bei GTA. Natürlich, auch der Sven ist gerne mit dabei, ist auch mit, wenn er Lust hat, klar. Gibt's doch nicht. Ja. Beide, beide, Gemeinsam. beide. Natürlich, wie gesagt, wir nehmen immer mal gerne noch mit Leute dazu, wenn ihr da Bock drauf habt. Zwar nicht als Dauerlösung, weil wir eigentlich mehr oder weniger, so also wie Marco das auch schon in der letzten Aufnahme gesagt hat, unter uns bleiben wollen. Aber wie gesagt, wenn jemand mal sagt, hey, ich habe ja Bock bei euch mit zu zocken, klar, warum nicht? So. Das ist das Problem, wenn du keine Spawnpunkte drin nicht so viele setzen kannst, sondern nach draußen gehen musst. Die setzen musst. Manche sind nämlich draußen auf der Straße gesetzt, aber du kommst über die Tore rein. Wie gesagt, nochmal, es ist nur ein Versuch gewesen, ob ich das. Ob ich die. Etwas so mal funktioniert oder wie das mal einfach funktioniert. Da Ich steht sie! sehe dich da nicht in der Ecke oder was? Nö, hast. Nö, nö, nö. Ich stand nur hier zum. Zur Deko. Also wie immer. Nicht immer. Da versuchte sich vor meinen Augen noch zu verstecken, weil ich Ja, niedlich. ich hab dich zu spät gesehen. Ich wollte eigentlich immer nur auf dich warten, wenn du da um die Ecke kommst, aber naja. 7-7 und 2 Bäh. Minuten. Ja, wie gesagt, drei Leute ist natürlich. Wird natürlich ein bisschen. Ich hab's jetzt auch nicht mal. Nein! Ich hatte damit fast gerechnet, dass mir noch jemand in den Rücken fällt. Mal den Fahrer hier rausgenommen aus dem Auto und dann Baby Ona weggeholt. Nein, bleib hier unten. Nein, du sollst nicht wieder runtergehen, Mann.
Come on. Yes! Meine eigene Map war das erste Mal. So, kleines Feedback. Wie hat es euch gefallen? Boah, war ganz gut. Das ist, also Objekte mäßig gut gesetzt und so, meine ich. Also einige Versteckungspunkte gesetzt. Ja, die Kisten nach oben sind gut. Ja, das muss ja sein, weil du hast ja Obi-Sniper und du musst ja trotzdem irgendwie, selbst wenn du nicht spawnst, musst du ja hochkommen können. Diese komischen Container, die grauen, weiß ich jetzt nicht. Da hätte man vielleicht irgendwie was Passenderes für die Map wählen können. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? So Objekte, die vielleicht mehr in die Umgebung reinpassen, als dass da einfach so graue Baustellen-Container wird gerade gebaut. Wird gerade gebaut. Nee, alles gut. Wie gesagt, mir hat sie jetzt auch gefallen. Also, na klar, sie ist mit drei Leuten ist sie zu ziemlich groß. Aber doch. Macht Laune. So, oh Gott.